Hey und willkommen zu einer weiteren Runde 60 Seconds. Bewertet das Video und viel Spaß. Okay, Leute. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das mein Try wird. Warte mal, ich nehme mal ganz schön schon ein bisschen Wasser mit. Da hinten ist auch das Radio. Oh ja, geil. Meine Frau ist direkt hier. Genauso wie meine Tochter. Das kann man sehr gut nutzen, um mal eben die wichtigsten Sachen mitzunehmen. Sonst ist hier gar nichts außer Essen und Trinken und das brauche kein Mensch. Dann ist der Koffer, den hätte ich auch gerne einmal. Den hatte ich ja bisher noch gar nicht genutzt. Alter, was? 3 Slots belegt der? Was ist das denn für ein Koffer? Und warum kann ich da keine tollen Sachen reinlegen? Das finde ich auch geil. Scheiße, die Axt kann ich nicht mitnehmen. Ein Familienmitglied fehlt noch. Guten Tag. Ja. Fehlt denn sonst noch was? Ja, das Radio. Na, scheiße. Nein. Das Radio brauche ich auf jeden Fall. Komm. Einfach gehen. Scheiß auf alles andere. Okay. War das jetzt gut oder nicht? Tag 1. Die Karte, das Radio, die Taschenlampe, Medipack und die Gasmaske. Ja, ist ein guter Run. Und was einige meinten ist, dass ich hier angeben kann, das habe ich immer wieder vergessen von den Parts. Und selbst in den Parts habe ich nie dran gedacht, dass man das hier, ja, einstellen kann. Was genau das bringt, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir können es ja mal probieren. Oh, und im Inneren haben wir noch ein Damebrett gefunden. Oh, wow, noch Karten. Natürlich die wichtigsten Items. Tag 2. Was war das? Eine Ratte? Ratten sind für gewöhnlich kleiner als Katzen und 2 Schwänze. Dieses Vieh darf nicht an unsere Vorräte gelangen. Ja, dann mach direkt die Waffe kaputt. Tag 3. Womit fange ich denn an? Würde sagen, ich schicke Timmy raus. Der nimmt den Koffer in die Hand. Dann als Zusatz die Gasmaske, die Karte und das war's. Das reicht. Tag 4. Tag 5. Essen und Trinken für alle. Tag 6. Und das war vielleicht im letzten Part eine Scheiße. Ich habe so lange überlebt. Es kamen immer wieder dieselben Fragen. Nämlich, hey, vor deiner Tür sind Banditen. Willst du die angreifen? Hey, vor deiner Tür sind Bäume. Willst du die nicht mal fällen, damit das Militär bei dir landen kann? Hey, da sind Banditen. Und das immer wieder. Eine Gruppe Überlebender klopft an meine Falltür. Und die wollen jetzt einfach irgendwas haben. Ich gebe euch Essen. Tag 7. Okay, ich mache das Radio an und hoffe auf gute Nachrichten. Tag 8. Also langsam habe ich das Gefühl, dass der Punkt, den ich auf der Karte markiert habe, ziemlich weit weg war. Denn Timmy ist nach 5 Tagen immer noch nicht back. Tag 9. Timmy geht's gut, Alter. Und er hat Sachen mitgebracht. Okay, es ist nichts kaputt gegangen. Dazu findet er noch 3 Wasser, eine Axt. Und das war's. Tag 10. Essen und Trinken. Mary Jane fühlt sich fantastisch. Ted würde gerne... Ja, dann ich schicke jetzt Ted. Ja, die Regierung hat wieder irgendwelche Kisten abgeladen. Und die kann ich mir jetzt besorgen. Tag 11. Nein, es ist kaputt gegangen. Ihr Müllhaufen. Aber okay, es ist gut, denn ich habe 2 Wasser und 2 Suppen gefunden. Das bedeutet aber auch, dass der Nächste, der wieder nach Hause kommt, definitiv krank sein wird. Wer soll rausgehen? Ja, komm, dann schicke ich aber sie. Sie nimmt den Koffer mit, dann eine Karte, eine Axt, ist mir egal. Ich will die jetzt gut ausstatten, damit die wieder zurückkommen. Und das war's. Mehr habe ich gerade eh nicht. Tschüss, Mary Jane. Tag 12. Hä? Es klopft jemand an der Tür, der Munition haben möchte und wir können ihm das Brett anbieten? Warum das denn? Tag 13. Was war das denn? Hatten wir jetzt richtig viel Spaß, oder was? Der hat das Damenspiel abgezogen. Mann. Damit hätte ich doch noch spielen können. Ach, und wieder Radio hören. Tag 14. Tag 15. Und sie ist krank. Und die Karte ist kaputt. Ich habe gar keinen neuen Ort markiert. Scheiße. Plus 2 Wasser. Minus 1 Karte. Ja gut, dann heile ich dich. Essen und Trinken für alle. Eine Gruppe von Leuten in grünen Pyjamas klopft an meine Tür. Ja, und natürlich öffne ich die und bekomme hoffentlich neue Freunde. Tag 16. Ah! Sie haben die Taschenlampe geklaut. Ah! Und dann schicke ich Ted ohne alles raus. Tag 17.
Nein, wieder eine Übertragung des Militärs, aber meine Karte ist kaputt. Tag 18. Oh, ein unbekannter Mann kommt vorbei. Und er würde das Kartenspiel gegen zwei Wasserflaschen tauschen. Ja, klar, ich vertraue dem. Tag 19. Was, er hat den Deal durchgezogen? Ja, cool. Tag 20. Essen und Trinken für die ganze Familie. Ach komm, was hab ich denn wieder für ein Pech? Da kommt ein Händler und das Einzige, was ich dem geben kann, wäre mein Radio. Tag 21. Mary Jane findet wieder einen Samen und ich erlaube ihr, den für eine Wasserflasche einzupflanzen. Tag 22. Wow, was hast du denn alles mitgebracht? Minus ein Wasser wegen der Pflanze, okay. Plus 4 Suppendosen. Plus 4 Wasser. Plus ein Medipaket. Plus eine Gasmaske. Ey, du bist der Beste, Ted. Du bist der Beste. Dafür kriegst du Essen und Trinken. Tag 23. Tag 24. Und Mary Jane geht raus. Und zwar mit rein gar nichts. Tag 25. Ich will ja auch gar nicht die Gasmaske mitgeben, denn die bringt ja sowieso nur was bis Tag 15. Und die könnte man gebrauchen, wenn das Militär mal wieder irgendwas möchte. Glaube ich. Essen und Trinken. Aufmachen im Namen der Freiheit! Rief es von über der Falltür. Eine Gruppe von wahrscheinlich bewaffneten Leuten. Sollen wir aufmachen? Ja. Ja, warum denn nicht? Tag 26. Die haben mir 2 Wasser mitgegeben. Hey! Ich habe auf die Menschheit vertraut und ich wurde nicht enttäuscht. Tag 27. Das ist der beste Try aller Zeiten. Nein! Wieder irgendwas... Oh, die Karte! Tag 28. Wow, Mary Janes Pflanze wächst plötzlich wie verrückt und sie leuchtet im Dunkeln. Und wir können die Pflanze ernten. Ja, mach das. Tag 29. Sie ist nicht krank. Und das Gewehr ist wieder ganz. Plus 4 Suppendosen. Ja, die Pflanze war die beste Idee aller Zeiten. Und Mary Jane bringt auch nochmal 2 Suppendosen mit. Und 2 Wasser und das Gewehr. Und das war's. Nice, und jetzt bekommen wir noch Kakerlakenprobleme. Tag 30. Oh, wer seid ihr denn? Ja, ihr bekommt alle was. Timmy scheint große Lust auf den Ausflug zu haben. Oh, es gibt noch eine andere Tür in dem Bunker. Und ich kann meine Waffe nehmen, um da mal reinzugucken. Ja, das mache ich. Tag 31. Der Raum war leer. Und wir haben die Wände getroffen. Wow. Das war's. Ich schicke Timmy raus. So, und du nimmst gar nichts mit. Tschüss. Tag 32. Und es kommen Leute vorbei, die kurz auf die Karte gucken wollen. Aber ich habe keine Karte. Tag 33. Och nee, jetzt werden die Kakerlaken immer größer und ich habe eigentlich nur die Möglichkeit, da mal reinzuballern. Und die Waffe ist immer noch ganz. Wieder was mit der Karte. Tag 35. Und die Karte ist ganz. Ah, nice, Alter. Warte, als nächstes schicke ich dich dahin. Da. Und was hat er noch mitgebracht? Eine Suppendose, ein Wasser und das war's. Wow, wie viel Essen und Trinken ich habe. Das ist krank. Das ist richtig krank. Ted scheint wirklich gut in Form für einen Ausflug zu sein. Ja, dann bist du der Nächste. Tag 36. Ja, obwohl man da jetzt argumentieren kann, was brauche ich denn? Ich habe eine Karte, ich habe ein Gewehr, ich habe ein Radio, ich habe eine Axt, ich habe genug Essen. Also jemanden rauszuschicken ist gerade theoretisch gar keine so gute Idee. Obwohl natürlich Medipaket recht gut wäre. Okay, ich kann auch Dolores rausschicken. Aber nachher kommt die nicht wieder. Das ist auch scheiße. Aber egal, komm, du gehst jetzt raus. Ich gebe dir die Karte gar nicht erst mit. Weil nachher meldet sich das Militär und... Soll ich mal gar nichts machen? Ach komm. Ich schicke zum ersten Mal niemanden raus. Tag 37. Mary Jane möchte raus. Ja, und es ist keine Herausforderung für sie. Ja gut, dann bist du dran. Und die Armee will wieder, dass wir irgendwo mit der Karte hingehen. Ja, nice. Tag 38. Wir haben ihnen eine Flaschenpost hinterlassen. Okay, also wir haben die Koordinaten nochmal auf der Karte nachgeguckt, das der Armee überliefert. Und jetzt warte ich. Du darfst jetzt auch ausnahmsweise mal den Koffer mitnehmen. Die Maske mitnehmen, ist mir egal. Die Waffe mitnehmen und die Karte mitnehmen. Also wenn die nicht wiederkommt, dann weiß ich auch nicht. Tag 39. Tag 40. Tag
Tag 41. Tag 42. Tag 43. Tag 44. Ey, Mary Jane, du kommst wieder zurück. Ich habe dir alles mit auf den Weg gegeben. Oh, ja, ich kann mit Boy Scout erhandeln. Nice. Tag 45. Mary Jane ist back. Die Karte ist ganz, Alter, das ist geil. So, ich habe einen Boy Scout bekommen durch den Handel. Sie hat nichts zerstört von dem, was sie mitgenommen hat. Und sie bringt eine Taschenlampe mit. Mehr nicht. Ja, es hat sich trotzdem gelohnt. Komm, essen und trinken für alle. Tag 46. Der ganze Bunker ist von oben bis unten voll. Also, das ist der beste Run, den ich jemals hatte. So, ich markiere jetzt den Ort. Oder? Nee, ach komm, weißt du, ich geh mal da hin. Ted scheint wirklich gut in Form für einen Ausflug zu sein. Aber ich brauche gerade gar nichts. Die Hütte brennt. Wir müssen unsere Sachen retten. Scheiße, ja, dann nimm das Radio. Tag 47. Da bekomme ich gerade einen Boy Scout und es geht instant kaputt. Ja! Ah! Das Militär meldet sich und will, dass ich Bäume fälle. Ich kann es machen. Tag 48. Okay, die Axt ist kaputt. Ja, die Bäume sind weg. Wenn sie uns das nächste Mal kontaktieren, sollte gefälligst ein Panzer auf unserem Rasen stehen. Oder was davon übrig ist. Ja, cool. Das ist geil. Also das ist echt, ist schon geil. Tag 49. Es ist keiner verrückt. Die sind nicht krank. Es ist Weihnachten. Tag 50. Tag 54. Oh, ich kann alle rausschicken. Aber ich schicke mal Mary Jane raus. Sie nimmt den Koffer mit. Dann noch eine eine Waffe und eine Karte. Und ja, dann nimm die Maske. Tag 55. Tag 60. Mary Jane, kommst du bitte wieder? Hä? Ich habe Mary Jane alles mitgegeben und sie stirbt trotzdem. Sie wollen, dass jede Gruppe von Überlebenden einen Vertreter rausschickt. Tag 61. Wir haben es zu dem Treffen geschafft. Der ernste Soldat stellte uns ein paar Fragen. Mach da ein paar Notizen. Okay. Ja. Ja gut. Ist doch schon mal der erste richtige Kontakt. Tag 68. So, dann schicke ich Dolores raus. Viel Spaß. Tag 70. Und jemand klopft an unsere Falltür. Ja, dann guten Tag. Wer bist du denn? Tag 71. Und Ted wird natürlich krank. Oh, noch jemand ist an der Falltür. Ja klar, dann mache ich natürlich auch wieder auf. Ende? Ach so. Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte es verkackt. Ich hab's geschafft. Wir haben es geschafft. Unsere tapferen Soldaten haben uns gerettet. Beim Anblick ihrer stattlichen, von radioaktivem Gleber überzogenen Uniform kamen uns ehrlich die Tränen. Oh. Hoffen wir, dass unser verzweifelter Überlebenskampf beendet ist und wir endlich einen Neuanfang wagen können. Wir haben 72 Tage lang ausgehalten. Ich hab's geschafft. Ah. Ja. Ja. Du hast überlebt. Gut, das war's mit 60 Seconds. Wenn ihr mehr sehen wollt, bewertet den Part. Wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.